Ja, hi, willkommen, mein Name ist Daniel Rölping und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Fallout 4. In der letzten Folge haben wir eine Geisel befreit für eine meiner Siedlungen. Und jetzt machen wir mal einige Railroad-Missionen, wo ich wieder so Mila-Apparate aufbauen muss. Und ich hoffe wirklich, die Dinger wiederholen sich nicht andauernd. Weil, ich kann ja nicht unendlich irgendwo was aufbauen, oder? Oder? Jedenfalls ist das wieder in ein Gebiet, wo wir noch nicht waren. Ich habe mich zur Galeria Pigman hingeportet, weil irgendwo da muss der Teil aufbauen. An irgendeinen unmarkierten Ort, den ich noch nicht kenne. Also machen wir das. Und ich merke die ganze Zeit, ich habe nur so ein manuelles Ziel die ganze Zeit markiert gehabt. Ich weiß nicht mehr, was das war, aber das habe ich mir irgendwann mal in einer Folge notiert, dass ich da mal hin wollte. Sollte ich vielleicht auch mal irgendwann machen. So. Oh, hi. Bist du noch, was ich hier bekommen habe? Das hier. Oder? Hab ich das nicht hierher bekommen? Ja, ich wäre gerade auf, ich bin immer noch von Zeitraum abhängig. Ist vielleicht nicht so gut. Ich habe meine Stärke reduziert. Also auch meine Stärke mit Nahkampfwaffen. Ist nicht so toll. Und ich bekomme noch Erfahrungspunkte. Sehr gut. Keine Ahnung, der Erfahrungsbalken, der war nur so ganz am Anfang, deswegen dachte ich, ich hätte vielleicht doch das Maximum-Level erreicht, aber anscheinend nicht. Okay. Hier irgendwo ist. Von der Nähe habe ich doch Dings bekommen, ne? Das Shamgarum-Schwert. War irgendein Grab drin, ne? So, warte mal hier. Okay. Was? Boah. So, Main Pass Streets. Ich glaube, da waren wir noch nicht drin. Und ich habe da irgendwie ein Schiffchen gesehen als Markierung. Es hat die US Constitution ist irgendwo in der Nähe. Dann sollte ich mir vielleicht auch mal irgendwann vorknüpfen. Jetzt, wo die in so einen anderen Turm reingeknallt ist. Ich glaube, hier waren wir schon mal. Oh, Kuchen, Kuchen, Kuchen. Komm schon. Ich habe ein gutes Gefühl. Manch, manch. Bin so wütend, ich könnte eine Kuchenform durch die Gegend werfen. Ja, ich glaube, wir waren ja schon drin. Hier mal raus. Gut. Wir haben eine Aufgabe, die schon wieder hier ablenken lassen, ne? Also wenn dieses Spiel eins kann, dann nicht ablenken. Auf jeden Fall nicht. So. Wir reden da die ganze Zeit. Ich muss irgendwie da muss ich hoch, ne? Wie soll ich denn da hinkommen? Auf die Autobahn hoch. Wie soll ich denn da jetzt so schnell hinkommen? So, was ist hier noch? Hm, weg hier. Wird vertagt. Ich werde wohl irgendwie da hochgehen können. Irgendwie. Ja, sieht aus, als müssten wir doch zum Schiff gehen. Ich muss irgendwie zur Autobahn hoch. Wie soll ich denn jetzt zur Autobahn hoch kommen? Schon irgendwie gedacht, dass da eine Autobahn ist. Aber. Ja. Da hoch. Hab's da irgendwo hoch. Also. Hier ist schon mal gut. Wäre natürlich schon gut, wenn ich jetzt irgendwie eine Power Armor hätte, die ein Jetpack hat. Wäre natürlich sehr gut. So, das ist ja schon mal perfekt hier. So, ich werde wohl noch irgendwie höher kommen, oder? Ja, war ich nicht schon mal hier?
Mal gucken. Mal ein bisschen Free Running hier. Oh Gott. Oh, sag mir, ich komme jetzt hier nicht hoch. So. Mich irgendwie nirgendwo hingebracht. Immer noch zu hoch. Wie soll ich da hochkommen? Da komme ich nicht hoch. Da ist die US Constitution. Ja, USS Constitution. Da komme ich nicht rüber, ne? Und Tür. Nee, ne. Lass mich mal. Da habe ich nicht rüber gesprungen, oder? Jetzt auf den Schild könnte ich mir vorstellen, dass ich da hinkomme. Oh Gott. Was ist denn da los? Oh, da kommt man doch schön hoch. Oh Gott. Ah. Ne, 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 ne. Bin schon wieder da hoch. Bin schon da oben. Die Serie X01 Power wurde nach dem großen Krieg von blieben in einer reinen Vorkriegsorganisation. Sie bieten gegenüber älteren Vorkriegsmodell erheblich besseren Schutz. Okay, so sieht die volle Dingens aus. Habe ich ja auch schon ein paar Teile. Ah, verdammt, ich bin wieder hier. So. So, jetzt springen. Sehr gut. Oh Mann. Hey, was geht? Wollt ihr meine Freunde sein? Hier haben sie ein paar Geschenke. Irgendwie klappt das nie, wenn ich in eine Masse reinschieße, habe ich das Gefühl. Hey, hallo, da sind die ja alle. What? Hat der einen epischen Schnurrbart. Und baller ich eigentlich hier mit? Und das hier, dann habe ich viel mehr Munition. Natürlich damit nicht so komisch ballern. Aber ein bisschen Veteran, ja geil. Au, ja. Ja, ich perfekt positioniert. Ich treffe mich gar nicht. Okay, Planänderung. Wir gehen zu USS Constitution. Ah. Hier ist jemand duckt im letzten Moment. Gibt's auch nicht. Oh ja. Wo ist denn? Da komme ich jetzt überhaupt runter, ohne Schaden zu bekommen, ja, ne? Du bist wirklich gründlich, weißt du das? Ja, weiß ich. So. Ein Parkhaus. Wo komme ich hier? Ich komme hier auch sehr hoch, ne? Legendärer Raider, ja super. Warum habe ich die Waffe genommen? Was? Wie hält er seine Waffe? Oh Gott. Oh, mein Kopf ist kaputt. Vielleicht nicht hier reingehen. Na, kommen die alle. Sieht schon wieder anders aus. Wann machst du das immer? Per
Der Trick besteht darin, nicht zu sterben. Oh Mann. Verstehen. Ja, 50% anstatt 30 ist schon ein bisschen mehr von der Entfernung. Oh nein. Ich habe auch Granaten, ne? Also dabei. Was ist das? Mit der Auto explodiert. Der gibt dem mal wieder einen Suplex. Ich bin gleich tot. Ja, mit der Constitution wird das heute nichts mehr. Ist der Legendäre immer noch am Leben? Geblieben. Ja, 2,5-facher Schaden. Das ist auch schon mal was. Immer noch am Leben. Krise. Ich hab den ganzen Tag Zeit. Ich auch. Alter. Alter. Wir wissen mal einmal eine Granate und alles geht hier in den Bach runter. Wir haben das Spiel geschrottet. Komm her. Wuff. Wuff. Nein. So, komm her. Zack, bam, tschüss. Oh. Jünger. Nett. Gegnerspezifische Waffen finde ich jetzt nicht so gut. Hey, hier drüben. Sieht schon wieder anders aus. Hey, ja? Hab ich dir nicht einen Raketenwerfer letztens gegeben? Ach nee, das war. Oder? Warte mal, was? Hab ich dir einen Raketenwerfer gegeben letztens? Hatte ich nicht. Nee, ich hatte jemand anderen dabei, ne? Wen hatte ich nur mal dabei? Irgendwo war hier noch ein Geschütz, glaube ich. Ja, konnte ich das von der Ecke sehen. Wen habe ich letztens mal mitgenommen? Das fällt mir jetzt nicht ein. War das schon Deacon? War doch schon Deacon, oder? Ja. Weiß jetzt echt nicht mehr. Nee, Dingens war das, meine Güte, hier. Hancock. Boah, ich wollte schon sagen. Ist mir so echt aus dem Gehirn entflohen. So. Ich will ja erstmal gucken, wie ich da oben hinkomme. Wissen wir, wäre ja, wenn ich irgendwie so einen Ort hätte, wo ich mich importen könnte. Mal so weit wie möglich nach oben. Ja, ist so weit wie möglich nach oben. Verdammt. Da komme ich nicht hin. Und wieder dazu. Nicht stecken bleiben, bitte. Würde ich mal sagen, wir gehen da oben hin.
Ja, da oben schon Ironside gesehen. Wir wahrscheinlich noch eine Weile dauern, bis wir da oben ankommen. Wenn ich irgendwie da reinkommen könnte. Was? Wer da sein? Warum sind die Supermutanten? Oh, hallo. Experte, ach komm, geh weg. Das Miranda Terminal ist wieder für diesen Safe, ne? Wie schön. Aber ich bin bereit. Das stand nicht im Drehbuch. Sie haben wie Maulwurfsratten. Sie haben wohl mit klarkommen. Sublo Second, ja, also. Yes. Sag ich doch. Ha. Deacon, hat das gefallen? Oh, du magst also, wenn ich technisch unterwegs bin. Sehr gut. Du hast schon wieder andere Klamotten. Wie? Warum macht er das? Oh, du bist im Boden drin, ne? Das ist mal ein netter Workout. Ah, verdammt. Er ist im Boden drin. Nicht schon wieder. Oder ist. Aus dem Weg. Okay. Was war das? Ach, da draußen ist wieder ein Sturm, oder? Ich weiß gar nicht, warum ich Nuka-Colas überhaupt einsammel. Was? Ich habe seine Unterhose gesehen. Okay, wie wär's, wenn wir erstmal hier alles kaputt hauen? Na. Oh nein, wir sind hier wieder. Hier wollte ich eigentlich nicht hin, ich kenne diesen Ort noch. Schlitz, verdammt, meine Stärke ist immer unten. Ah, jetzt glitschen die sich schon wieder so in der Luft. Ah. Was soll man dazu sagen? Was hast du mit meinem Freund gemacht? Ah. Denkt sich auch noch so, was? Ah. Ah. Warte, der mit dem Raketenwerfer. Der ist jetzt auch dran. Mein Kritstreffer, Mann! Ist ja wieder ein Raketenwerfer. Boah. Oh. Weil mich kann ja noch nicht untersuchen, das stört mich so ein bisschen. Wer hat den Raketenwerfer hier von euch? Du! Oh. Normaler Supermutant. Start. Ja, da gehen wir gar nicht haben will. Ja. Was zum? Hab sie verloren. So fühlt sich, du wärst uns fast entkommen. Das ist also ein sogenannter Skywalker.
Boah. Halt, wie kommt man da hin? Da kann man irgendwie so auf die Dingens. Auf die Straßenbahn oder was auch immer ist. Drauf klettern. Ja, aber wie komme ich da hoch? Aber warum komme ich hier nicht hoch? Weil er belacht. Ich kann mich doch bestimmt hier irgendwie hochglitschen. Oder? Irgendwie eine Leiter runterschießen. Gibt's auch nicht. Wieso kann ich mich von da nicht rein? Das schaffe ich nicht. Aber gucken wir mal. Nein. Autsch. Ist doch nicht. Vielleicht von der anderen Seite irgendwie. Oh Gott. Skate. So, von hier aus. Nee. Ja, von hier bin ich mal ursprünglich gekommen. Mal weiter mit was auch immer ich vorhab. Boah. Will da hoch. Ja, leider nicht. Man sieht da sowas von aus, als könnte man da hinten. Da muss man da andersrum irgendwie hin. Gibt's da nicht, aber ich muss mich da irgendwie hochglitschen können, hallo? Habe ich irgendwas, was ich da hinlegen kann? Ich glaube nicht. Ich weiß gar nicht, warum ich da so unbedingt hin will. Ja, ich muss da nach oben irgendwie, um so ein Mila-Ding zu packen, aber trotzdem. Na, lass mich mal. Ich mache hier so rum. Ich will ja mal nirgendwo reden. Keine Ahnung, was ich hier mache. Lasst mich. Ein bisschen die Welt hier erkunden. Ich glaube in Skyrim, wo man versucht, die ganzen Berge immer hochzulaufen. Wenn man dauerhaft springt. Wo ist denn dieser Roboter, den ich die ganze Zeit höre? Ja, da ist ja so weit von verbunden. Mal doch irgendwie hochkommen. Vor allem, da ist auch ein Weg hier. Da muss man doch irgendwie von da aus dahin kommen. Da kommt man nur von oben hin. Dreck. Genau, weil ich solche Sachen mache, oh, denke ich, dass dieses Projekt noch sehr lang wird. Weil ich mich mit solchen Sachen hier aufhalte. Aber ich habe ein Safe gefunden, cool. Das ist auch was. Ich liebe alte Geräte und die sind okay. Einiges wert. Na, jetzt bin ich schon wieder auf den Dächern irgendwo. Hey, war da nicht der goldene Grashüpfer oder so? Oh nein. Nein. Ma. Ja, das macht aber irgendwie Sinn.
So, wie sieht's aus? Siehst du mich jetzt? Ich habe mir das mit dem Rückrufcode nochmal überlegt. Warte. Du hast ihn gelesen. Das haben wir doch schon mal, oder? Warum soll ich ihn nicht lesen? Damit du ihn nicht im Kopf hast. Wenn ich Red Kakerlake sage, darfst du nicht an eine Red Kakerlake denken. Siehst du, du hast dran gedacht. Und falls der Code sehr simpel ist, kann das spontan heißen Justiken. Also, lies. Ja, tun wir den mal lesen. Habe ich den überhaupt dabei? So ein Quest-Item, was müsste ich denn eigentlich dabei haben? Ja, die meisten Sachen kann ich leider nicht ablegen, deswegen ist hier immer irgendwie so eine so ein Durcheinander. Da müssen wir ja alles eben nachgucken. Ja, Rückrufcode. Ja, ich habe den glaube ich schon eingelagert, ne? Anscheinend schon. Ja. Kann ich Ihnen einfach sagen, dass ich den gelesen habe, ohne dass ich den wirklich gelesen habe? Wie nennt man das? Lügen? Hey, ich habe mir das mit dem Rückrufcode nochmal überlegt. Ah, ja. Ich habe ihn gelesen, ja. Sag mir nicht, was da stand. Es ist wahrscheinlich gut, ich weiß es nämlich nicht. Wenn wir jetzt nicht reden. Warum fragst du mich dann eigentlich, wenn er irgendwie nirgendwo hinführt? Kollege. So. Gehst du da hoch? Du willst nicht da hoch. So, wo bin ich jetzt hier? Keine Ahnung. Der ist immer noch da unten am Rumspacken, meine Güte. Na gut. Dann. Nach diesem sehr produktiven Part, von dem wir bestimmt einiges erreicht haben, ich weiß zwar nicht was, aber irgendwas werden wir schon erreicht haben, beende ich diese Folge. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder von Let's Play Fallout 4. Ich bedanke mich alle herzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zur nächsten Folge.